So, meine lieben Gaming-Freunde, und was geht ab euch da draußen? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin's wieder, euer Redbook LP, mit einer neuen Folge von Mario & Luigi Superstar Saga. In der letzten Folge hatten wir natürlich eine neue Hammertechnik erlernt, was aber ziemlich schwierig war. Und ich weiß, wir haben nicht zu viel geredet darüber. Aber jetzt in dieser Folge werden wir weiterhin immer noch im Grinsewald rumweilen, denn es geht noch weitere neue Gegner, stärkere Gegner, fantabulöse Gegner, mehr soll ich nicht davon erzählen. Hier ist noch eine Karte. Ich glaube, da müssen wir dann nach oben gehen, so wie es aussieht. Nee, hier geht's nicht weiter. Das ist nur eine Höhle. Wo soll ich jetzt hingehen? Was haben wir hier? Fast Spaß Teil 2. Eine kurze Ballade in zwei Sätzen nach Ivino Veritas. Will neue Länder sehen. Stehend auf dem Mann im Fass. Mein grüner Freund, er ist im Fass. Wähle die Aktion L und steig auf dem Fass mit B. Ich glaube, ich werde jetzt lieber diese Gegner jetzt noch ausschalten, bevor wir dann das tun. Und hier sind noch weitere neue Gegner, die uns wirklich das Leben schwer machen wollen. Busch. Zack. Ja, genau. Zack. Und noch mal eins. Und zack. Weg mit dir. So, ich muss jetzt schnell das Team noch heilen. Die zwei Brüder. Da die Brüderpunkte werde ich dann bald erneuern, so wie es aussieht. Halt mal still. Langsam habe ich den Bogen raus, Leute. Mit diesen Hammerattacken. Und ja, Leute, ich habe jetzt nicht so viel geredet jetzt in diesem Part, weil ich so konzentriert war mit dieser neuen Technik. Au! Ah, scheiße, das habe ich nicht damit gerechnet, dass es auch dann wehtun würde. Oh, ich habe leider den Blödsinn gemacht. Eieieiei. Jetzt einmal zu früh habe ich jetzt eingesetzt, die Attacke. Also ja, egal. So. Sprung und zack, weg mit dir. Ich weiß nicht, was die Aita-Bohnen da bringen. Ich muss mal echt dann nachchecken. Später. So, haben wir noch hier noch weitere Gegner? Nö. Okay. Gut. So, ich glaube, da müssen wir jetzt zu... Nee, ich glaube, hier zu Spin, ja. Und jetzt müssen wir auf Hammer einsetzen. Ah, so geht das jetzt. Jetzt geht es schon. Gut. Oh, da habe ich echt Frustrationen gehabt. Ich kann mich noch erinnern zurück an die, als ich mal das hier gezockt habe, zurück in 2003 oder 2004, dieses Spiel. Da hatte ich echt Frustrationen gehabt, dass ich, soll ich halt die Gegner jetzt einfach nur ausweichen oder soll ich die einfach jetzt wirklich ausnocken, aus dem Verkehr ziehen, sagt man so in anderen Worten. Ja, aber jetzt haben wir es doch geschafft. Wir sind jetzt gleich im Waldegard und so wie es aussieht, sind wir schon gleich am Ziel, meine lieben Freunde. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, hier ist nur ein neuer Weg freigeschaltet worden, aber das hat ja nicht so vieles gebracht. Nur, dass wir da einen neuen Weg freigemacht haben, das ist alles.
Oh ja, genau, ich muss dann hier runtergehen. Oder wie oder was? Aber ich glaube, das könnt ihr schon vorstellen, dass dieses Let's Play auch länger wird, genauso wie Pokémon Smaragd, denn ich habe mal, wie ich euch schon erwähnt habe, die Events dann noch zu machen. Also das heißt, sowieso werden wir das dann am Ende dieses knapp am Ende des Let's Plays von Pokémon Smaragd machen, aber bis wir das durchhaben, dauert es noch eine weitere Zeit. Oh, jetzt schon so wie es aussieht, sind wir schon hier. Ich bin Waldegard, Wächter des Waldes. In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbeersträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr die drei Lachbeeren in drei Farben finden. Weiße Lachbeere, rote Lachbeere und die Rosé-Lachbeere. Bringt Lachbeeren in diesen drei Farben her, dann gewähre ich den Einlass. Eieiei, jetzt kommt diese schwierige, asozialste Stelle, die ich am meisten nicht gerne mag, Leute. Die wisst schon, wovon ich rede. Die Lachbeeren zu suchen, wo wir finden, wo sie sind. Oh Mann, oh Mann. Wow, das war ganz schön knapp. Wow, weg hier. Ich habe nichts zu kaufen. Verschwinde, nein. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Rosé-Lachbeere. Hier ist die Rosé-Lachbeere, so wie es aussieht. Ich renne weg wie eine feige Sau, anstatt zu kämpfen. Aber naja. Hier ist noch ein Sirup. Und hier ist die Höhle. Hier sind noch mehr Kronentaler. Wieder Pilz und mehr Sirup. Das brauchen wir sowieso schon längst. Ich glaube, das wird jetzt so ein kleines Rätsel sein, wo wir die Rosé-Lachbeere hier bekommen. Nee. So, hier sind noch mehr Bohnentaler. Ich werde natürlich trotzdem alle Gegner hier besiegen, es bringt ja nichts anders, denn wegrennen bringt ja nichts. Ich kann mir schon ahnen, dass das der Gegner wahrscheinlich noch schwieriger wird als mein Mella. Zack, zack, B, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Dum, 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 dum. Ach, hallo? Jetzt geht's los. Zack, zack und fertig. Yay, und wir haben jetzt die Rosé-Lachbeere erhalten. Kommen wir nicht weiter. Ich glaube, da gibt's noch was. Ja, da ist jetzt noch ein Item. Hier haben wir einen Pilz. Let's go! Ja, hier kommen wir nicht mehr weiter. Gut. Naja. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen, denn ich glaube, da gibt es noch ein paar Items, die ich noch sammeln will. Ich liebe die Musik. Die Untergrundmusik. So. A, B, A, B, A, B, A, B. Und das ist ja immer so weiter. Mario und Luigi auf der Suche nach den Lachbeeren. Die sind so badass. Und sie schrecken nicht von sich zurück. Ja, ich weiß, der Titel und die Lyrics sind total beschissen, aber egal. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Wie ihr denkt mit dieser Musik. So, wir haben jetzt die Rosé-Lachbeere schon gefunden. So. Ich glaube, jetzt gehen wir hier nach oben. Ah ja, genau, ich war ja schon. Ja, gut, gut, gut. Ja, kennen wir schon die ganze Situation. Uns fehlen nur noch die rote und die violette Lachbeere.
Oh Mann, oh Mann. Und da ist jetzt wieder ein Gegner? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Es könnte sein, dass die wieder auch noch respawnen. Oh, komm schon. Warum müssen die jetzt mich jetzt angreifen? Diese nervigen Idioten hier. Boah, ich habe gedacht, die stürmen sofort an und stolpern mich, aber nee, die stürmen mich einfach an und stürzen mich ab. Oh Mann. Zack. Savage Guy, verschwinde. Dass du so savage bist. Ja, der Savage ist immer so wie ein Meme für andere YouTuber. Ich weiß es. Hier ist nichts. Ah ja, genau, da sind noch ein paar Items hier versteckt. Hier ist noch eine Grinsebohne. So. Ach, daneben wieder. Hä? WTF? Hier ist noch eine Grinsebohne. Halt, dass es immer so blöd ist, wenn Mario in der Mitte ist. Ganz im Hintergrund und kann nicht einmal die Grinsebohne schnappen. Hm. Oh Mann, oh Mann. Geht es noch weiterhin runter? Jetzt finde ich fast gar nichts mehr hier. Ja, genau, hier geht es noch weiter. Oh Mann, ich habe die größte Ahnung. Ja, wir wissen das schon. Da muss jetzt Mario jetzt dran. Na. So, jetzt kommt Luigi dran. So, Hammer. So. Damit wäre das jetzt erledigt. Jetzt kommt Mario wieder dran. Mit seiner Mini-Mario-Fähigkeit. Schlagen wir jetzt uns durch. Wir müssen immer extra rüberrennen, das ist doch... Okay. Da muss jetzt Luigi jetzt dran. Was? Ja, okay. Dass ich mit so einem niedrigen Zeitlimit das schaffen muss? WTF? Ist das euer Ernst, liebes Spiel? Liebe Spielentwickler, ist das euer Ernst? Ja, ich kann nicht mal treffen. Ey, der macht, was er will, ne? Boah, nee, ey. Jetzt kommt diese Situation noch. Ich muss jetzt echt mich beruhigen. Oh, nee. Ich hasse diese Stelle. Ich hasse es, Leute. Ich hasse es. Warum muss mir das Spiel so, die Fliege so leide tun? 15 Sekunden haben wir Zeit. Ist das möglich? Ja, ich mach... Hat das ein Bug oder was? Ist das nicht funktioniert? Wie ist das bitte schon möglich? Hallo, Kollege? Boah, Junge! Ist das euer Ernst?
15 verfickte Sekunden muss ich das hier schaffen. Boah, jetzt kommt noch dieser Aufreger, ne? Jetzt kommt schon wieder, jetzt kommt schon bald der Enraged Red wieder zurück, ne? Der wieder asozial ausrasten muss, ne? Boah, jetzt ganz ehrlich, ne? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr mit diesem Scheiß, ne? Boah. 15 Sekunden. Wie kann man das bitte schön machen? Da muss man echt cheaten. Och. Wie geht das denn bitte? Boah, jetzt liebe Spielentwickler von Nintendo, was habt ihr dabei gedacht, mit so einem niedrigen Zeitraffer zu machen? Ja, der springt einfach drüber und durch. Was soll das? Ist das ein Bug? Boah, ey. Nee. Jetzt kommt diese asoziale Stelle. Boah, ich mache jetzt noch. Okay, 5 Versuche noch, Leute, dann habe ich keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Ansonsten muss ich dann in die Kommentare schreiben, wie soll ich das erledigen. Ansonsten muss ich das offscreen machen, die ganze Situation hier. Nein, nicht. Nein! Oh! Verdammte. Boah, jetzt kommt schon jetzt Rage. Rage Quit, ohne Scheiß. Okay, 2 Versuche noch, dann geht's Rage Quit, ohne Scheiß. Komm, jetzt triff einfach diese scheiß Plattform. Scheiß Klempner. Gib die Dinger her. Schnell, 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 schnell. Schnell, Mario. Gott sei Dank. Ja. Endlich. Ja. Ja. Gott sei gelobt. Endlich habe ich es geschafft, Leute. Ja, meine Nacht ist so scheiße. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann... Das Let's Play ist dann endgültig jetzt gelaufen, ne? Boah. Das ist einer der asozialsten Stelle, da muss man echt schnell reagieren. Hier gibt's nichts. So, wir werden jetzt dann die Lachbären noch holen. Das werde ich noch in diesem Part noch machen. So, uns fällt uns nur noch die rote Lachbeere. Wo befindet sie sich denn überhaupt? Das ist nur der einzige Weg, hier nach dort drüben zu kommen. Och nee. Och nö. So. Schalle, weicher Kern, so haben die Gegner, so sind die Gegner halt zu Tage. Boah, die halten jetzt mehr aus als damals. Was, die vermehren sich auch noch, ne? Was sind das für asoziale Banausen? Ja, genau, kommt noch ein weiterer, ne? Dieser asoziale... Boah, jetzt regt es mich nochmal auf, ne? Jetzt reicht's mir. Weg mit dir. Du holst jetzt bloß keine neuen Gegner rüber, ne? Ist auch super, dass die auch noch Verstärkung rufen können, diese Bastarde, aber jetzt ruft er keine Verstärkung mehr an, denn wir haben jetzt seine Verstärkung ausgeschaltet, endlich. Und raus mit dir. Oh, Mann. Jetzt reg ich mich etwas extra mehr auf, ne? Mit diesem Scheißboss, ne? Ich kann mich noch erinnern, als ich noch diesen Boss gespielt habe. Och, nee, jetzt pickst du auch noch in seinen Arsch, ne? Wie asozial ist das denn bitte? Geh ich jetzt wirklich Game Over? Oh nee, nicht mit mir. Ich hau ab. Ah, oh Mann. Schnell wieder hoch. Ich glaube, das werde ich im nächsten Part machen. Weil ich das hat mich jetzt genug aufgeregt. Was ist das denn?
Ich bin die Enkelin des großen Waldegrad. Was fällt euch ein, so einfach in mein Zimmer einzudringen, ihr Frechlinge? Aber wenn ihr schon einmal hier seid, könnt ihr genauso gut eine nützliche Kleinigkeit lernen. Ihr habt schon die kleinen Markierungen auf dem Boden gesehen, ihr beiden. Sie zeigen an, dass an dieser Stelle Bohnen im Boden stecken. Wenn der Grüne im Boden nicht versinkt und die Markierung wieder auftaucht, kann jeweils eine Bohne ausgraben. Hier sind genau 5 Bohnen vergraben. Findet alle 5 und ich öffne euch das Gitter da vorne. Gut. Machen wir das schnell noch in diesem Part. Oh Mann. Naja, falscher Klempner. Wie blöd bin ich denn eigentlich jetzt heute? Ich bin jetzt so aufgeregt wegen dem ganzen Scheiß, ne? Ganz ohne Scheiß. Dieser blöde Zeitraffer habe ich jetzt schon genug genervt, ne? Hä? Ich war genau drauf. Ey, ich war jetzt wieder genau drauf. Wieso nimmt das nicht WTF? So. Alle 5 Bohnen gut gemacht. Bravo. Vergesst nicht, die Bohnen einzusammeln, wenn ihr mal wieder solche Markierungen am Boden seht. Gut. Damit haben wir jetzt eine von den... Gute Nacht. Okay, gute Nacht für dich auch. Und für uns heißt es auch bald gute Nacht, denn wir werden gleich am Ende des Parts angelangen. Oh Mann, oh Mann. Oh nee. Dass das Inge das passieren wird. Hier gibt's nichts. Okay. Okay. Wenn wir jetzt den Part hier vorerst und wir kämpfen dann mit. Was jetzt nächstes passiert bei dem Wiggler, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Mario & Luigi Superstar Saga. Also haut rein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und hinterlasst ein Abo, damit ihr keiner meiner Let's Plays verpassen könnt. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Book LP. Ciao.